Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir Menschen leben in einem Staat, in einer Gesellschaft und unser Zusammenleben betrifft wie immer unsere Fähigkeiten, wie wir uns in diesem Zusammenleben auch stattfinden, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Kompetenzen. Der Mensch verfügt über verschiedene Fähigkeiten, die ihm ermöglichen, menschliches Zusammensein mit den Begriffen Toleranz, Empathie oder einfach zusammen etwas aufbauen können, organisieren können und. Das heißt, dass diese Fähigkeiten werden auch mit anderen Begriffen verknüpft, denn der Mensch möchte sein Gegenüber auch als empathievoller Mensch, wie wir sagen, auch sozial Mensch, Sozialwesen betrachten. Das wollen wir alle. Sozial, aber auch asozial. Was heißt das? Sozial dann, wenn wir unser vollständiges Verständnis für unser Gegenüber einbringen können, asozial, wenn wir selbst Distanzen schaffen zwischen uns. Also das heißt, es gibt eine Ablehnung vielleicht. Und das sind die Themen oder Unterthemen meinem Thema sozial und asozial. Darüber möchte ich heute hier in der Sendung Urbild hier bei Syri TV mich nochmal meinem Co-Moderator Roman Oeschger, genau, guten Abend, sehr gerne unterhalten. Guten Abend, Roman. Guten Abend, mein Publikum. Ich bin Koisel Schneider. Genau. Guten Abend, Roman. Wie geht es dir? Guten Abend, ja, es geht wieder super. Ich freue mich wieder auf dieses spannendes Thema. Heute mal Soziales, Asozial. Schauen wir, was wir da rausbekommen heute Abend. Ja. Ach so. Ja. Und du würdest du sogar selbst behaupten, dass du dich selbst auch als ein sozialer Mensch ansiehst? Ja. Ich würde schon sagen, doch, ich bin ja engagiert. Ja, ich würde schon sagen, das hängt ja, sozial kann man nicht einfach aus der Kiste rausklopfen. Das da bedeutet so, ja was, dass man sich engagiert, dass man eben mit Menschen etwas macht, für Menschen, zwischen Menschen, also kooperiert mit Menschen oder etwas für Menschen macht. Ich bin eben als Gemeinderat aktiv. Kommission noch im Region Sozialregion Donegg, sonst noch aktiv in meiner eigenen Organisation, Forum für Mittelost- und Südosteuropa, wo ich Menschen fördere, Jugendliche fördere, Praktikumsstellen anbiete und einfach Leute ein bisschen Selbstvertrauen geben möchte und ein bisschen formen möchte, dass sie sich weiterentwickeln. Ich denke, das ist doch sozial. Was meinst du dazu? Ja, ich danke dir zunächst, dass du dich vorgestellt hast. Kurz, ich wollte dich fragen oder einfach dir diese Möglichkeit wieder mal anbieten, dass du dem Publikum vorstellen kannst. Sehr gern, aber das hast du wunderbar gemacht. Und eben, so gesehen, aufgrund deiner Aufgaben, ja, du leistest einen großen Beitrag, sag ich mal, in das Gemeindewesen. Ja, kann man, ja, so, es ist schon so, genau. Ja, man engagiert also in sich. Büren, ja, genau, Büren Menschen ist, kennen dich und sie wissen genau, Region, dass du um diese Menschen, um Bürener kümmerst eigentlich. Ja, das weiß ich nicht. Das ist immer eine Interpretationsfrage der Leute, die, weil man sagt, ja, Politik, ja, das ist doch so ein bisschen dubios, die machen doch nichts für uns, die schauen nur für sich, die gehen dick essen und machen ein schönes Leben. So funktioniert das bei uns natürlich nicht im Gemeindewesen. Du bist ja nicht nur Politiker, du bist auch nur ein Mensch. Genau, ein Mensch, richtig, natürlich. Oder. Ja. Gut, so gesehen, ich meine, dein Tätigkeitsbereich, ja, bietet dir diese Möglichkeiten, auch dich sozial zu engagieren. Richtig, genau. Ja. Welche zum Beispiel Bereiche? Also ich engagiere mich für Menschen, die ein bisschen älter sind. Da mache ich jeden Monat so eine Zusammenkunft mit älteren Menschen. Backe etwas manchmal sogar für die Lade. Ja, ich bin kein guter Bäcker, aber ich mache da einen Kuchen, einen kleinen oder so. Dann machen wir kleine Spiele und sitzen zusammen und diskutieren. Und es ist sehr spannend, was natürlich die Leute erzählen von den früheren Geschichten. Das ist mal ein Aspekt. Ich engagiere mich ein bisschen in die Jugend, möchte die Jugend
in politische Partizipation ein bisschen einbringen. Es ist ganz so einfach, weil eben Basel ist in der Region und wir sind Kanton Solothurn, aber ich gebe mir ein bisschen Mühe. Oder im Forum Schwarzbuberland, da bin ich auch noch aktiv, engagiert sich regional für Integration von Wirtschaft, Tourismus und Gemeindezusammenarbeit. Da bin ich auch noch im Vorstand. Also ich bin da ein bisschen aktiv und engagiere mich. So, jetzt, du hast geschildert etwas und dabei hast du erwähnt, ja, es ist halt Solothurn. Kann man sagen, dass eben die Basel-Region mehr sozial ist als Kanton Solothurn? Nein, überhaupt nicht. Um das ging es gar nicht. Es geht nur darum, dass die Jugendlichen sich ihr soziales Leben nach Basel ausrichten und nicht so sehr auf dem Land. Das ist, glaube ich, irgendwie verständlich. Wenn man die große Welt sehen möchte, fängt man in Basel vielleicht an. Jawohl, gut. Ja. Also wir kennen ja so viele Begriffe, ja, mit dem sozial in einem Wort, ich meine, oder einfach als Bezeichnung, ja, soziale Wesen, soziale Strukturen, soziale Gesellschaft und, und. Es gibt ja auch noch andere Begriffe für das Wort sozial, kennst du vielleicht? Genau, also welche? Richtig. Also um es ein bisschen zu definieren, es geht um bei Soziales eben um das Barmherzige, es geht um die Auseinandersetzung, dass man gemeinnützig ist, dass man gesellschaftlich ist, dass man sich gesellschaftlich engagiert, also das heißt, man kooperiert eben zwischen Menschen, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, mit Menschen. Es geht also um einen Bezug zu Menschen. Es ist nicht ein Entfernen von Menschen, das wäre vielleicht der andere Begriff, aber bei Sozial geht es auf Menschen zugehen. Ja, aber die meisten Menschen auch noch erwarten von uns eigentlich die Hilfsbereitschaft. Genau, Hilfsbereitschaft gehört auch zu dieser Barmherzigkeit, zu dieser Gemeinnützigkeit. Auch noch gut, definieren. Du hast wichtige vier Begriffe benannt oder genannt. Gemeinnützig sagst du, Barmherzigkeit, also Hilfsbereitschaft, jetzt ich bringe ein, oder Kooperation. Aber findest du nicht, dass in diesen Begriffen gibt es doch feine Unterschiede vielleicht oder andere Bedeutungen? Ja, also besonders bei Barmherzig würde ich das ein bisschen rausstreichen, das hat etwas Religiöses. Religiöses. Yes, das finde ich, weil das Barmherzig ist das, was aus der Bibel so ein bisschen, dass mit Menschen sich engagieren, sich für Menschen auch ein bisschen aufopfern, vielleicht das Gerechte auch rausstreichen aus dieser Barmherzigkeit. Also ich sehe da viel katholische oder einfach christliche Tugenden in diesem Begriff. Ist das nicht eine Erwartung der Kirche oder der Religion oder wie soll ich das genauer präzisieren? Bringst du es auf den Punkt eigentlich, weil das ist ja das, was die Kirche eigentlich ausmachen soll. Sie soll ja sozial sein, soll Türen offen halten für alle Menschen. Das hat ja Soziales, aber wir wissen auch, dass die Kirche auch ihre dunklen Seiten haben. Da kommt vielleicht der andere Begriff dann auch mehr also, zum Geltung. Verstehe ich so, dass die Kirche jetzt wollen nicht die ganze Kirche prangen, nein, ja, nur den. Zur Wand, aber ich meine, ist es so dann, das heißt es Barmherzigkeit als Erwartung, zweitens, es ist, wenn die Kirche muss, ja? Ja, muss also sozial sein, praktisch. Also nicht freiwillig. Na, ja, es ist die Institution, die Kirche, die sich so präsentiert, dass sie das so machen möchte, dass sie das aus der Bibel definiert, dass das ihre Aufgabe ist, Menschen zu helfen und Menschen Türen offen zu halten und einen Platz für die Menschen zu haben. Ja. Kannst du mir vielleicht am Beispiel der Gemeinde Büren vielleicht die Gemeinnützigkeit, wie funktioniert auf der Ebene der Gemeinde und ja. Genau, also es gibt verschiedene Ansätze. Also wir machen natürlich Veranstaltungen für Menschen, machen zusammen ein Essen und da werden die Leute eingeladen. Das muss also nicht unbedingt die Kirche sein, das machen wir auch aus der Gemeinde heraus. Wir laden auch verschiedene Institutionen ein, also wir haben Vereine, kommen dann und wir reden dann über Schwierigkeiten, Möglichkeiten. Das mache ich zum Beispiel einmal im Jahr, treffe mich mit Vereinen, allen Vereinen und höre so rein, was sind das Programm für das nächste Jahr, was sind so die Schwierigkeiten, was können wir als Gemeinde verbessern. Also die Gemeinde macht hier einiges Soziales im Sinne von, dass man die Leute mitnimmt und etwas anderes. Doch ein, sollte man nicht so sagen, aber es ist eine Aufgabe des Staates. Schlussendlich ja, genau, gewisse Sachen, die die Kirche macht, auch vom Staat oder von der Gemeinde zu machen. Nicht die gleichen Sachen, aber auch dieses offenes Ohr für Menschen haben, um Lösungen zu finden für ihre Schwierigkeiten oder ihre Herausforderungen. Na gut, das Wort Kooperation irgendwie für mich so zweideutig. Zweideutig oder wie soll ich sagen, Kooperation eigentlich einerseits Erwartung, andererseits ist es auch gezwungen sein zur Kooperation. Findest du nicht? Ja, weil Kooperation ist ja auf beiden Seiten.
Also man muss sozial von einer Person A und die andere Person B. Also man erwartet von beiden, diese Kooperation ist ja eine Zusammenarbeit. Und sozial muss nicht alleine das sein. Das ist zwischen Menschen, aber sozial, also man kann es ein bisschen noch ein bisschen abgrenzen von Kooperation, obwohl es auch dazu gehört. Aber sozial kann sein auch von einer Seite her, dass ein Mensch sozial ist und gegenüber einer Person, die vielleicht nicht sozial ist. Also Kooperation, da gebe ich dir recht, kann man auch anders definieren, dass es eben beide braucht, um sozial zu sein, wenn man das Kooperationswort nimmt. Was mich eigentlich jetzt, wenn wir jetzt den Begriff Hilfsbereitschaft nehmen, ja, da habe ich ein bisschen ich habe das Gefühl, dass wir ja immer jedes Jahr zu irgendwelchen großen Ereignissen, Weihnachtszeit oder bestimmten so wichtigen für die Gesellschaft Tagen, gibt es so Aktionen, wo man in jeden Haushalt bekommt man via bei Post, ja, bekommt man Briefe, Bettelbriefe sagen wir, helfen Sie uns, ja? Genau, ja. Aber diese Hilfe geht ja nicht von mir aus, grundgenommen, oder wie siehst du das? Also die Hilfe wird ja von der Institution, die ein Post, also die einen Brief schickt, gemacht. Also sie macht ja die ganze Arbeit. Aber die Bereitschaft von Leuten, also es ist ja fast schon militärisch Bereitschaft, man muss ja gerade stehen für eine Gesellschaft, man muss Geld geben, damit diese Institutionen funktionieren. Also es hat etwas Zwungenes, aber man zielt auf die gute Seele des Menschen und sagt, jetzt sind Weihnachten, zahlt doch etwas ein, damit wir unsere Arbeit weitermachen können. Das ist eine Bereitschaft von uns, dass diese funktionieren. Also wir sind selber nicht unbedingt sozial im direkten Sinn, aber indirekt. So, ich möchte einfach jetzt ein bisschen in meinen Erinnerungen, ja, ein bisschen zurück stöbern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, solche Erscheinungen oder was soll ich sagen, Handhabung vom Staat selbst. Ja? Also ich war noch in der Schule. Ich kann mich erinnern, dass wir Schüler vom 4. Klasse, Viertklässler bis 10. Klässler, das heißt jede Klassengruppen, mussten immer ihre Zeit, ihre Ferienzeit opfern, oder für die Gemeinnützlichkeit. Mhm. Also das meine ich, im Südkasachstan oder in Usbekistan früher, oder heute auch noch, gibt es Baumwolleplantagen. Und da mussten wir Schüler Herbstferien mussten wir auf die Felder. Also pflücken, die Baumwolle pflücken. Und wenn jemand wollte nicht mitkommen oder war nicht unbedingt gerade gesund vielleicht und daheim geblieben, dann fuhr ein Lastwagen mit einem stehenden Mann darin, mit dem Lautsprecher, und wurde gerufen. Diese Person wurde namentlich gerufen, dass er muss rauskommen. Und das hat ganz Dorf gehört. Also man hat dann mitbekommen, derjenige ist asozial in diesem Sinne, er ist nicht mit dabei. Ja, also da ist es diese einerseits, wir wussten, wir müssen helfen, der Gemeinde mit der Ernte, praktisch unseren Eltern eigentlich, die sind auf dem Feld und wir Kinder müssten, ja, dafür hatten wir ja pro Kilogramm Baumwolle, damals in der Sowjetunion bekamen wir 5 Kopeken. Also sehr viel Geld, zu vergleichen mit dem Schweizer Rappen, ich weiß es nicht, wie muss man das messen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich meine, wir bekamen etwas quasi als Kompensation. Aber trotzdem, dieses Sozialwesen, ja, was in uns anerzogen wurde damals, ja, weil in einem Dorf so oder so, jeder kennt einander. Ja, natürlich, ja. Und da wurdest du auch entweder gelobt oder geschimpft. Übrigens ist ja auch der nächste Schritt in dem Sinn, dass wir jetzt auf das Politische kommen. Also sozial und asozial, das kann man eben jetzt vorhaben, wir sind ein bisschen auf das Persönliche gekommen. Ja. Jetzt kommt der Staat ins Spiel, also Politzettel, wir sind ja eine Politiksendung ein bisschen. Ja. Und von dem her ist das eine Bereitschaft. Und darum haben wir eben schon, habe ich schon erwähnt, die Hilfsbereitschaft von deiner Seite. Ja. Also bereit sein am Morgen früh oder so. Wir hatten als Kind, als ich noch
wir mussten Zeitungspapiere einsammeln, das von der Schule organisiert. Also sowas Ähnliches? Ja, aber wir konnten krank sein, aber es war ein Teil von dem Schulprogramm. Also Samstagmorgen hatte ich ja noch Schule und wir waren dann Samstagmorgen sind wir dann Zeitung angesammelt. War schon spaßig, aber es war eine Bereitschaft. Man musste hilfsbereit sein und sollte da machen und die Zeitungen zusammensammeln, die da zusammengebunden wurden. Ja. Also der Staat spielt eine Rolle in dem Sinn, dass er sozial auch verlangt. Er verlangt von Bürgern ein gewisses soziales Engagement. In der Schweiz ist es zum Teil sehr stark mit dem Militärdienst. Man denkt, das ist nicht sozial, doch der Militärdienst ist ja eine soziale Struktur, weil es eben auch bei Skirennen, wenn da Hilfe gebraucht wird, machen die mit und helfen, das hat ja schon etwas oder Soziales. Erdbeben natürlich, das sind dann die größeren Sachen, oder wenn Krieg ist natürlich, zum Glück jetzt nicht, da muss die Militär rein und man muss dann einrücken, wie man so schön sagt in der Schweiz, muss dann den Dienst leisten und das ist ein soziales Werk, weil man das gesellschaftlich eine soziale Struktur mit einbringt, um die Gesellschaft zu schützen. So, ich denke mir, in der Schweiz, diese Strukturen sind sehr gut ausgebaut, ja, weil natürlich. Wir haben in jedem Dorf, in jeder Gemeinde, in jedem Kanton, egal, es gibt auf verschiedenen Ebenen auch eigene Vereine, Verbände. Die Schweiz ist bekannt dafür. Richtig, ja. Wir haben, ich weiß nicht, x-beliebige Verbände, weiß nicht mehr, diese nennt man das, genau. Oder Vereine, ja. Ja. Wie viele sind das? Es ist eine große Zahl, das weiß ich. Das kann ich nicht. Aber gut, so gesehen sind wir ja alle sozial, sag ich mal. Politisch eingeordnet, ja, natürlich. Ja. Man soll sich ja in den Vereinen engagieren und man soll sich ja verschiedene Strukturen, die eben zu Hilfsbereitschaft führen, eben wenn es irgendwie Notfall ist oder so, dass Menschen sich organisieren, Samariterverein zum Beispiel. Ja. Also man muss nicht, aber diese Strukturen sind da, man wird eingeladen, man versucht Werbung zu machen, also dass man sozial ist, man bekommt die Informationen, man kann sich sozial engagieren, sage ich mal ganz nett. Aber in der Schweiz funktioniert, das ist ja freiwillig. Das schon. Gut, aber ich möchte gerne wissen, ja, jetzt, was ist überhaupt ein sozialer Mensch? Was beschreibt ihn? Welche Fähigkeiten? Ja, also ich finde, dass der Mensch muss schon ein bisschen Empathie zeigen, er muss die Menschen verstehen können und spüren, was es braucht. Das ist sicher mal also die Empathie. Es braucht auch dieses Gefühl von dass ich sehe, dort könnte ich mich engagieren, das heißt ein bisschen ein Blickwinkel, ein gutes Auge, eine Aufmerksamkeit für gewisse Strukturen, die man sieht in der Gesellschaft, wo man sagt, oh, das verbessern. Also man muss schon ein bisschen eine Grundhaltung haben. Wenn alles einem egal ist, sieht man es auch nicht. So Sozialbewusstsein. Ja, es braucht eigentlich Dieses Bewusstsein und dieses Engagement im Sinn, dass es von innen kommt. Also, das hat nicht jeder. Also diese Empathie, aber das ist noch nicht, das reicht noch nicht. Es braucht diesen innere Motor, der rauskommt, sagt, ich muss. Du hast schon gesagt, es ist Empathie, mit der Empathie befangen. Ja? Ja. Also nicht jeder Mensch empathisch ist. Deshalb gibt es auch andere Auffassungen vom sozialen Mensch. Ja? Mhm. Zum Beispiel der Mensch, der über Durchsetzungsvermögen verfügt, ja? Zum Beispiel, oder seine Anpassungsfähigkeit. Es ist auch, das sind die Elemente, die man als sozialer Wesen auch umsetzen kann. Es braucht manchmal wirklich einen Hauruck, es braucht Willen, es braucht ein Durchsetzungsmöglichkeit. Mögen, wie du eben das gesagt hast, das ist dann etwas, was auch sozial ist, weil man muss ja manchmal vorangehen, weil alle vielleicht in ihrer Komfortzone sind. Oh, was sozial, wir haben ja Sozialstaat, da muss ich agieren. Und dann gehen plötzlich Leute nach vorne, durchsetzungsfähig, sagen, hey, wir machen jetzt das, weil das wird sonst nicht gemacht, man kann sich nicht sehen. Und andere Leute finden, super, der macht das jetzt, oder sie macht das jetzt, zieh jetzt mit. Weshalb macht man das eigentlich? Es ist halt doch das Herdentiere-Prinzip. Also Menschen, sie lassen sich doch ein bisschen mitziehen. Also sozial ist nicht nur aus dem eigenen Empathie, aus dem eigenen Willen vielleicht, sondern wenn andere Menschen vorangehen, vielleicht doch. Oder sich selbst schützen. Also Sicherheit schaffen. Natürlich, wenn es kommt darauf an, wenn man sieht, diese sozialen Strukturen braucht es, um diese Spannungen, die vielleicht in Gesellschaften sind, zu überwinden. Dann sehen die Leute das und überwinden sich selber und gehen nach vorne und sagen, wir müssen was machen, du hast recht. Also wenn man nicht manchmal sozial ist im politischen Sicht, weil die Politik vielleicht das Soziale nicht in sich trägt, müssen die Gesellschaft nach vorne gehen und sagen, wir müssen was machen, sonst kommen Konflikte auf, die ja, zu größeren Problemen führen. Man weiß es zum Beispiel in Argentinien, diese großen
Inflationsprobleme oder die asozialen Verhältnisse, also sagen wir mal asoziale Verhältnisse im Sinn von, dass die Politik korrupt ist zum Teil, kann man ja auch fast schon als asozial bezeichnen, wenn ich nicht so ein bisschen weit greife. Da sind die Leute selbst manchmal am nächsten, sich selbst am nächsten und müssen engagieren, weil die Politik ja, mit sich selbst befasst ist. Ja, sie sind asozial aus unserer Sicht. Aber wenn wir diese Gruppen innerhalb eigener Gruppe sich betrachten, dann schon wieder, dort auch gibt es diesen Begriff sozial unter sich, natürlich, obwohl nach außen sieht als asozial. Richtig. Ja. Also ich denke mir, es ist immer Betrachtungsweise vom individuellen Betrachten des Menschen oder der Gruppe selbst. Bringst du sehr schöne Dynamik rein, genau, weil es ist ja nicht gesamtgesellschaftlich, sondern es gibt die Gruppen und die sind untereinander sozial mit sich selber. Also ein Verein oder irgendwie eine politische Struktur, wie zum Beispiel das Innenministerium, die so vielleicht zusammenhalten, das Wirtschaftsministerium oder so, die halten dann intern zusammen, aber streiten sich nach außen und fühlen sich sozial in sich selbst. Aber die Gesellschaft, die das vielleicht braucht, die Informationen von den einzelnen Institutionen, finden es gar nicht so sozial, wie sie sich selber finden. So, ich denke mir, ob ein Mensch sozial ist oder asozial ist, eigentlich hier steuert selbst gemeinsames Ziel, was man erreichen will eigentlich. Ja. Kommt auch dazu, es ist vielleicht ein bisschen traurig. Dieses Bewusstsein? Genau, Bewusstsein, dass man sagt, wir sind zusammen, wir stehen zusammen, wir sind sozial und wir fühlen uns sozial, aber von außen sieht es nicht so aus, wie du das gesagt hast, und dass man das gar nicht merkt im Innern, weil man so die einzelnen Gruppen so dynamisch in sich geschlossen sind und miteinander konkurrieren auch, sogar eben diese Konkurrenz zu Verhalten, also zwischen als Institution führen kann, die sind untereinander, also zwischen den interessanter Prozess eigentlich. Ich würde sagen, nicht sagen, sondern fragen, ist der Mensch eigentlich von seiner Geburt an sozial veranlagt oder bekommt er das mit seinen Lebenserfahrungen? Das ist ganz spannend, das spielt eben die Umstände. Also ein Baby selbst ist noch nicht sozial. Es lernt mit den Gestiken, mit den Gesichtsausdrücken, mit den Diskussionen von den Eltern oder die Leute, die um das Kind rum sind. Kinder lernen schnell, was anerkannt ist, was der Norm entspricht, was nicht der Norm entspricht, was sozial ist. Das geht dann relativ schnell, aber trotzdem braucht es, ich weiß gar nicht, 1, 2, 3 Jahre, mehr als das natürlich ein Jahr, aber dass man realisiert, dass ein Kind selber vielleicht Sozialverhalten zeigt, in dem Sinn, dass es vielleicht ist, dem Nachbarn das ein Stückchen abgibt. Das ist nicht mit 1 oder 2, da ist man vielleicht noch egoistischer. Also es schaut mehr auf sich selbst, weil man das Soziale gar nicht kennt. Also es ist diese Kompetenz, es ist eine Kompetenz, entwickelt sich mit dem Umfeld dann auf. Also dann drin das Thema auch Vorbilder dabei ist. Unbedingt, das ist ja das vielleicht, wo viele Eltern unterschätzen, die sagen, man gibt der Schule Schuld, wenn die Kinder nicht funktionieren. Nee, da fängt die Eltern sind mitverantwortlich, ob ein Kind sozial entwickelt und Empathie entwickeln kann und ein Gespür gewinnt zu anderen Menschen. Das ist eine Verantwortung der Eltern. Ich will deine Gedanken jetzt unterstützen. Und zwar, dem das erwähnen möchte ich, das Modell, die Wissenschaft nennt als Phänomen eigentlich, es ist im 1960er Jahren, Albert Bandura ist ein kanadischer Psychologe, herausfand eben, dass wie Sozialkompetenz eben funktioniert. Das heißt, dass die Kinder lernen also, indem dass die Familienmitglieder miteinander sozial umgehen. Genau. Das genau, was du erwähnt hast, das soziale Wesen, also Vorbilder oder Nachahmen, also was die Erwachsenen vor ihm das zeigen in ihrem Handeln und Tun natürlich, Gut, wir sind in der Sendung Politzettel, wir sind bereits schon längst vielleicht, aber die Verknüpfung Sozial und Politik, wo können wir das sehen? Also jetzt sagen wir mal auf die Schweiz, wir sind ja hier in der Schweiz, man hört natürlich oft den Sozialstaat oder Sozialversicherungen, also das sind so zwei Begriffe, die man sehr viel liest, sicher in den Zeitungen und das sollte eigentlich jedem ein Begriff sein in der Schweiz, logischerweise. Man fühlt sich in der Schweiz in einem Sozialstaat.
Ja, deshalb ja kommen auch Leute zu uns, weil sie wissen, dass sozial auch, wenn wir den Begriff Freiheit nehmen, ist auch ein Begriff, ein Teil des sozialen Wesens eigentlich, dass ich frei entscheiden kann, frei mich bewegen kann und die anderen müssen das akzeptieren. Ja, und müssen das auch mitziehen. Also man also nicht muss, sondern das ist ja eine Gemeinsamkeit. Sozialstaat und Freiheit heißt, man ist also schon ein bisschen eingeschränkt, weil man muss ja auch für die anderen schauen. Jeder teilt sein Geld, seine Steuern, die er zahlt, oder sie, ein Beitrag zu den sozialen Strukturen in der Schweiz. Also es ist Freiheit, aber mit Verantwortung, ja, sozialen Verantwortung. Aber das ist vom Staat so auferlegt. Ja. Das ist eigentlich vom Staat abhängig. Ja, so oder so, ja. Ja. Ich meine in diesem Sinne, ja, wir sprechen ja sozial nicht nur als Mensch, sondern auch als ein Staat. Mhm. Als eine politische Organisation oder Struktur genau. Selbst auch sozial oder asozial. Übrigens, asozial, wenn wir sprechen asozial, wie siehst du ein asoziales Wesen? Genau, da sind wir noch nicht richtig rein auf das draufgegangen. Asozial, das ist eigentlich das Gegenteil von sozial, das soll ja auch so sein. Aber das ist auch, wenn man es noch ein bisschen genauer definiert, bevor wir haben jetzt die anderen Wörter genommen, ich will jetzt nicht eins zu eins sagen, dass das Gegenteil, sondern man kann auch asozial geht es auch um eine gewisse Distanz. Man will gewisse Distanz zu Menschen, man will sich ein bisschen isolieren. Asozial hat auch viel mit asozial zu tun, mit Egoismus. Und es hat auch damit zu tun, dass man sich einfach nicht engagieren möchte. Sag ich mal so. Das definieren wir das ein bisschen. Obwohl natürlich es ist Unbarmherzigkeit und so, aber wir wollen ja das nicht wiederholen. Aber also es muss nicht unbedingt mit Aufgaben verbunden sein. Weil nein, unbedingt nicht. Das Gegenteil ja, fast schon. Wenn ich zum Beispiel... Ja. Ich möchte sagen, wenn jemand erkrankt an schwerer Krankheit und die Familie muss diesem Familienmitglied durchstehen, dass denn interessanterweise, das ist auch Phänomen, warum ist das so, die Menschen, die Umgebung von dieser Familie mehr oder weniger distanziert sich. Also das heißt, sie lassen diese Familie sozial isoliert in diesem Sinne. Mhm. Also du meinst jetzt wirklich, dass man sich nur noch auf die Familie konzentriert, sich auf sich man selbst. Man verliert Freunde ja, zum Beispiel. Ja, so genau, dass die anderen Leute ringsherum wegfallen. Ja. Ja, das ist eben brutal, ja, das ist ja das Spannende am Asozialen, dass man sagt, man ist asozial, aber in verschiedenen Situationen rutscht wahrscheinlich jeder Mensch einmal in eine asoziale Situation, wo man sich nicht mit belasten möchte. Ja, weil diese Familie hat ein krankes Familienmitglied, das ist mit Aufwand, mit Würde, mit einer gewissen Schwerfälligkeit verbunden. Man will ja schön leben, man will in die Ferien gehen, vielleicht will die Freundin sagen, komm doch zu mir, ich kann leider nicht fort. Vielleicht für ein paar Tage kommt zu mir, ich muss ja um dieses Mitglied kümmern in der Familie, das krank ist, aber man will das ja nicht. Ist das jetzt asozial? Das wäre dann schon asozial von der Person, die sagt, ich komme nicht zu dir, ich gehe lieber in die Ferien. Ja, man kann auch die Menschen versuchen zu verstehen, weil ich meine, nicht jeder Mann oder nicht jeder Mensch kann mit solchen Situationen umgehen. Richtig, ja. Man weiß nicht, wie muss man mit dieser Familie umgehen, weiter wie sprechen, kommunizieren. Richtig. Und brauchen Sie meine Hilfe überhaupt? Also es wird eine große Frage gestellt im Raum. Deshalb ist es sehr schwierig für bestimmte Menschen, aber schlussendlich schon asozial. Ja, also das ist jetzt der radikale Ding. Aber dass man Verständnis hat, dass man vielleicht nicht weiß, wie man das mit dem umgehen kann, dass man diese Erfahrung noch nie gemacht hat und ein bisschen ängstlich ist, ja, das kann man verstehen. Aber wenn man so richtig von außen anschaut und sagt, man soll ja mithelfen, die Freundin wäre ja froh, wenn die Freundin kommt zu ihr, mithilft ein bisschen, aber sie hat ja ihr eigenes Leben, da kommt eben die Freiheit wieder dazu, die eben nicht so reinpasst in diese sozialen Möglichkeiten, wenn man mit diesen Leuten zusammen helfen möchte mit dieser Person, die krank ist, also wird man doch ein bisschen sozial. Man zieht sich heraus. Man ist ja befreundet, man ist die beste Freundin vielleicht. Aber es ist halt sehr grob gesagt. Ja. Also asozial ist eigentlich Label. So ein künstlich erschaffenes Label von Nazis. Mhm. Ja? Also aus der Nazi-Geschichte, es gab ja während der DDR-Einführung war ja eine Führung, der war asozialen Paragraph Nummer 249. Ja? Wobei dieser Paragraph ja
nicht unbedingt der erste Paragraph war, weil, so wie genau jetzt, wenn ich anschaue, bereits im Reichsstrafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreiches wurde dieser Paragraph gelegt schon, Paragraph Nummer 361, mhm. damals noch in der alten Geschichte des Deutschlands. Und das seit 1871 erlaubte Bürger zu bestrafen, ja, die, wenn sie als Bettler oder Landstreicher umherziehen. Mhm. Ja. Mensch ist obdachlos vielleicht, weiß nicht, ob er dafür kann was oder nicht, wurde fallen lassen vom Staat auch, von der Familie auch. Also eigentlich asoziales Verhalten von anderen hat versetzt diese Person in einen asozialen Rahmen. Ja? Und jetzt Staat zusätzlich bestraft diese Person mit dem Paragraph. Genau, also man muss ein bisschen aufpassen. Ja, du hast schon recht, also asozial, das ist jetzt wirklich ganz grob gesagt, das ist das eben das Gegenteil von sozial, man engagiert sich nicht und so. Wenn man es natürlich aus dem Deutschen Reich natürlich nimmt, man benutzt heute immer noch asozial. Das kann man also nicht immer mit dem Assozialismus. Das ist ja nicht mehr so gebräuchlich heute. Aber es ist spannend, das kann man immer noch diskutieren, ob man ein anderes Wort nennt. Dann sagt man, man ist nicht sozial, vielleicht nennt man das so Wort, um das auszudrücken. Aber jetzt zurück dem Nazireich. Wie du es eben erwähnt hast, es ist das Parasitäre. Man hat Menschen als Parasiten angeschaut, also besonders die Unterschicht. Hat keine arbeitsunwillig, man will nicht arbeiten, man will sich nicht der Gesellschaft aufopfern, das war ja sehr wichtig, man soll Familie gründen, man soll Kinder kriegen, aber eben auch arbeiten, die Frau ist zu Hause, der Mann arbeitet, die schauen für eine gute Gesellschaft und dann gibt es diese Unterschicht, die nicht arbeiten will, das stimmt ja nicht, die hatten einfach keine Arbeit bekommen zum Teil, waren in sozialen Strukturen zum Teil und hatten weniger Chancen, aber das wollte man nicht so erkennen. Es war ganz wichtig, zu diese Grenze zu ziehen, die arbeiten, die machen etwas für das Nazireich, die nicht arbeiten, das sind Parasiten, das sind Menschen zweiter Klasse. Ja, und was damals, macht man mit zweiten Menschen zweiter Klasse? Man bringt sie um im Nazireich. Damals haben sie ja Wanderarbeiter, dann haben sie Prostituierten und eben ja die Obdachlosen haben sie als asozial oder sozusagen arbeitsscheu, das ist jetzt fein gesagt, arbeitsscheu, also arbeitsunwillige Menschen abgestempelt eigentlich. Mhm. Ja, gestempelt. Und ich meine, sie sind quasi Gesellschaftsballast in diesem Sinne. Wenn wir jetzt ein bisschen kulturell wollen, das anschauen, heute haben wir diesen Paragraph in der Schweiz nicht. Mhm. In vielen Ländern gibt es nicht. Und doch im kulturellen Geschehen, Familien, in den Gruppen, in den Gesellschaften, gibt es so ein mentales Denken, dass zum Beispiel, wenn kommen zu uns ja Flüchtlinge, ja. viele Flüchtlinge junge Menschen sind. Und das sind die, diejenigen, die in ihrer Heimat als große Menschen betrachtet werden, weil sie haben das geschafft, über die Grenze zu kommen. Ja. Also sie werden fast wie Helden dort gefeiert. Mhm. Und dann diese Familien dort in ihren Heimatländern, sie haben Erwartungen. Sie erwarten, dass dieser junge Mensch, Frau oder Mann, egal, dass sie müssen jetzt aus der Schweiz eine Menge Geld jedes Mal konsequent ihre Heimat schicken. Ja. Ja. Also, und wenn sie nicht schicken können, dann sind sie asozial in diesem Sinne. Sie denken nicht an ihre Familie, an ihre Gebrüder, Geschwister und, und. Genau, also das ist ja wieder fast etwas Erzwungenes, wie du, das wir schon vorher erwähnt haben. Aber es ist auch das Versprechen oder es ist auch diese Hoffnung, man ist in diesem Dorf oder in dieser kleinen Stadt irgendwo aus Eritrea oder aus Syrien oder so, wo man die Hoffnung hat, aus dem Krieg rauszukommen oder aus diesen Zwängen. Und die Eltern oder die ganze Familie, zum Teil sind das ja größere Familien als bei uns, sagen dann, wenn du das schaffst, kriegst du uns ganz sicher Geld. Das ist ja das Ziel. Dann sagen die natürlich, ich mache das so, ich mein Ziel. Das sind somit auch abhängig von den Eltern natürlich oder von der ganzen Familie, wenn sie mal ankommen, dass sie auch Geld zurückschicken. Also es ist eine Bürde auch, soziale Verhalten in dem Sinn, weil es eine Hilfsbereitschaft, eine Bereitschaft, wieder etwas zu machen. Also sozial ist spannend, übrigens das hier auch wieder schön auf dem Punkt. Soziales ist nicht nur aus dem eigenen Trieb kommt das man, sozialen Strukturen, aus der Politik oder aus Familien. Wenn man in die Schweiz kommt zum Beispiel, hat es geschafft, man hat erfolgreich
man hat das erfolgreich erreicht, die Schweiz, dann muss man sich Sozialverhalten gegenüber eignen. Gut, ja. Diese Menschen werden abgestempelt, aber es gibt ja durchaus Menschen, die von ihrem Verhalten wirklich asozial sind oder zumindest werden asozial. Was sind die Gründe für so ein solches asoziales Verhalten? Genau, wir haben ja jetzt schon vorher ein bisschen ertönt, ein bisschen ganz kritisch, ganz böse, dass man sich zurückzieht oder man sich abgrenzt. Aber wenn man sagt, was sind die Gründe, dann ist es natürlich einerseits mal die Umstände, das Vernachlässigte, weil eben Kinder müssen ja lernen, sozial zu sein. Das kommt ja nicht aus der Genetik, also aus genetischen oder aus irgendwie aus der Geburt, sondern das braucht wirklich die sozialen Umstände. Also wenn man Kinder vernachlässigt, wenn Menschen vernachlässigt, wissen zum Teil gar nicht, was das heißt, sozial zu sein, weil sie eben, das ist der zweite Begriff, was vielleicht dazu egoistisch sind, werden, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Alle Leute haben mich links liegen lassen, warum sozial. Ich schaue nur auf mich. Das hört man ja noch immer gerne, dass man sagt, ich habe ja von dir gekommen, soll ich mich daran geschehen? Es gibt viele Länder, die eben Politik sich nicht um sozialen Strukturen kümmert, wo Menschen egoistisch sind, Politiker mit großen Autos rumfahren und gleichzeitig Leute arm sind. Ich schaue natürlich auch, eben auch Vorbilder, die so sozialen Umstände sagen, warum die anderen auch nicht. Also das macht schon viel aus, diese Umstände, dass man sich kümmert um die Menschen, wenn sie aufwachsen, sehen, dass es sich lohnt. Es lohnt sich, sozial zu sein. Also ja. Für mich, ich denke mir, dass die Gründe eigentlich liegen noch sehr tiefer, irgendwo in Selbstfamilienstrukturen. Wenn ich jetzt betrachte dieses mentales Denken von vielen östlichen Kulturen, asiatischen Kulturen, sie sagen, ja, eine große Familie, es ist ein Glück und. Gut, diesen Familien 12, 14 Kinder, Minimum 5, sag ich mal, nehmen wir mal als große Familie an. Ja. Auf jeden Fall, diese Familien, sie haben viele Kinder, aber was haben sie ihren Kindern gegeben? Ich meine die Eltern, wo haben sie dieses soziales Denken, wenn sie Kinder schöpfen, dann müssen sie ja auch diesen Kindern helfen, auf die Beine zu stehen, ja. Stehen können. Und wenn das nichts passiert, diese Kinder sind automatisch sie sind sozial schwach. Ja, sozial. Egal, wo sie hingehen, in ihrem Land. Da gebe ich dir recht, da kann man noch tiefer graben. Ja, also ich habe jetzt mal schon nur das Kind angeschaut, aber die Strukturen, die dahinter stecken, die Familien, die sich engagieren müssen, auch mit den sozialen Umständen, mit den ihrem Leben und ihren finanziellen Möglichkeiten umsetzen, also herauf konzentrieren müssen, ist es manchmal nicht so einfach, wenn beide Elternteile arbeiten müssen. Das Kind wird einfach vielleicht von der Schwester, der älteren Schwester versorgt und die hat vielleicht auch nicht unbedingt die soziale Kompetenz, sozial schwach in dem Sinn. Also da macht viel aus, weil eben Menschen, die abgegrenzt werden, in Banlieues gesteckt werden und nicht gesellschaftlich eine Chance haben, die sind sozial schwach. Man will das aber fast offensichtlich von manchmal, in Frankreich ist das ja sehr bezeichnend mit den Banlieues, eben Paris in den Außenstädten, Außenregionen, Vororte, da lässt man die Menschen einfach. Also das Soziale kommt nicht nur aus der Person oder aus der Familie, das braucht auch die sozialen Strukturen. Sonst ist man sozial schwach und wenn man sozial schwach ist, kann man nicht sozial stark erziehen. Obwohl wir in der Schweiz ja haben soziale gute Strukturen, sage ich mal, Einrichtungen und Sozialprogrammen haben wir. Und doch, die Flüchtlinge, die hierher kommen, sie werden ja doppelt bestraft, meine ich. Ich weiß es, die Sozialbeamten oder Sozialarbeiter würden sagen, ja, wir machen alles für diese Menschen. Sprachkurse, Arbeitsintegration, Gesundheitsprogramme und. Ja. Doch würde ich behaupten, dass diese Flüchtlinge werden auch hier bei uns von der Gesellschaft einerseits und andererseits vom Staat auch eben in dieses asoziales Verhalten getrieben. Es kommt ein neuer Begriff, soziale Kälte. Begriff, erklär mir bitte. Ja, weil wir haben ja, in einer Gesellschaft haben wir das Gefühl, wir sind sozial. Also die Schweiz ist ein Sozialstaat, wir nehmen das als selbstverständlich und wir sind soziale Menschen, sozial zu anderen Menschen. Aber eben, wir schaffen doch einzelne Räume.
eben wenn Leute kommen und hierher und haben einen Flüchtlingsstatus F oder S, die haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie ich. Sie kommen dann in solche Räume, das heißt, sie können zum Beispiel nicht ins Ausland reisen, zum Beispiel Status F, so Flüchtlinge, die anerkannt sind, die dürfen nicht nach Deutschland reisen oder so, man sperrt sie ein bisschen ein in der Schweiz, also in diesem Paradies, aber sie können sich kaum frei bewegen. Das heißt, man schränkt sie ein, man behandelt sie ein bisschen nicht auf Augenhöhe, weil man sagt, ihr müsst euch zuerst anstrengen, dass ihr Soziale, unseren Sozialstaat verdient. Also ja. Ist auch so in diesem Bereich ein asozial, das ist wirklich gefährlich, also nicht gefährlich, aber schon brutal zu sagen, aber geht schon in dem Sinn, dass wir sagen, wir grenzen sie ein bisschen aus. Ja, bisschen wenn, asozial, man, ja. Wenn man das ja. Haus wird groß angeschrieben, Asylheim oder Flüchtlingshaus ja. Und so, ist ja. Schon ein Stigma darin. Ja, Stigmatisierung gehört zum Asozialsein oder asozial, der Begriff, so, und das, was man schnell aufgreift, wenn man das man stigmatisiert die Leute schnell, sagt, schaut den Ausländer hier schon wieder einer. Das gibt ja solche Ausdrücke, die habe ich auch schon gehört. Oder Leute, die keine Arbeit mehr finden, schaut ihr der an, der findet keine Arbeit mehr, der ist ja faul wahrscheinlich, da gibt sich keine Mühe mehr, das stimmt ja auch nicht immer. Also das sind dann Stigmatisierungen und da grenzt man eben die Leute in einzelne Gruppen an. Ü50, keine Chance mehr. Also und dann schaut man die an und sagt, die arbeiten ja nicht mehr, das ist ja noch 50, da habe ich noch Arbeit, der ist doch asozial. Migranten, die kommen, oder die Flüchtlinge, die kommen, der hat Status F. Was macht er? Macht er jetzt plötzlich in Liestal im Kanton Basel-Land? Das soll doch im Kanton Solothurn sein, habe ich doch gelesen. Asoziales Verhalten. Also diese Kommentare sind schon fast asozial. Ja. Also es ist der, ja. Der Staat eigentlich im steten Widerspruch, weil einerseits ja, versucht den Sintis oder Romas, genau, die Fahrer diesen bei uns, auch ja. Ihre Aufenthaltsräume zu arrangieren, ja. Irgendwo, wo sie überhaupt mit ihren, die Fahrenden können dort aufhalten, richtig, mit ja. Warmem Wasser, mit dem Strom versorgt und. Aber andererseits, diejenigen, die wirklich Status haben hier, sie werden vernachlässigt in diesem Sinne. Ich weiß es nicht, ob ich das darf so sagen, aber ich meine... Das kritisch sein. Ja. Oder kritisch darf ich sein und gut. Ja, ich meine, ja. Wenn wir, aber was ist jetzt mit Handicap-Menschen? Gut, eben, das ist auch noch faszinierend. Also, ob das jetzt, also, es ist ja eine gesellschaftliche Wille, um den Leuten mit Einschränkungen Zugang zu verschiedenen Institutionen, zu Gebäuden, zu, auch im Internet, wenn man blind ist oder so, dass man die Möglichkeiten gibt. Technologische Möglichkeiten gibt es, aber es gibt immer noch Hindernisse. Aber ob das, ja, es ist schwierig, ob das asozial ist. Ich denke manchmal, dass man das einfach die soziale Empathie vielleicht nicht hat oder die soziale Erkenntnis, dass man diesen Leuten auch diesen Zugängen geben muss. In der Schweiz gibt es die Möglichkeiten, aber es ist sicher auch noch nicht. Aber asozial ist, finde ich, sicher eine Situation, wo man sagt, ach, das, man muss man das jetzt wirklich machen für diese Leute. Ja, wenn ich so anschaue, eigentlich, wenn man das alles anschaut, diese Flüchtlingswesen, Menschenwesen, und ich meine, sind ja im Rahmen der Politik, der politischen Systems, also es ist eine Vorgehensweise eigentlich. Ich meine, dass diese schwächere Schichten der Gesellschaft, sie werden irgendwann mal in Armut, ich meine, gestürzt oder sie sind auf diesem Weg. Und ich meine, dass ich möchte behaupten, dass Armut selbst ist auch ein politisches Instrument. Ich meine, politisches gesteuertes Instrument. Richtig, ja, man kann mit dem spielen, man kann mit dem drohen und eben den Leuten sagen, wenn ihr dies und jenes nicht wählt oder wenn ihr dies und jenes nicht macht, dann wird die halbe Gesellschaft arm. Und das wirkt ja immer. Das, wenn ich bei jeden Wahlen gewisse Populisten auszunutzen, weniger in der Schweiz, aber man sieht in den Ländern, aber es gibt sicher auch bei uns in der Schweiz genug Leute, die funktionieren und auch funktionieren. Das ist richtig, man versucht, die Leute Angst zu machen und ihnen politischen Strukturen in den Teppich unter den Füßen wegzunehmen und sagen, ihr gehört dorthin. Also das hat schon fast, ja, fast was Soziales. Und man macht das auch mit gewissen Gesetzen, also man macht zum Beispiel sehr neoliberale Gesetze,
setzt die Leute unter Lohndumping oder also unter Druck, weil sie vielleicht nicht so wettbewerbsfähig sind. Man schützt sie also nicht. Schützt sie nicht. Und was ist das Gegenteil von, also was ist eigentlich das Schützen und das Gegenteil? Man lässt sie einfach so liegen, das hat fast schon etwas. Also du sprichst jetzt so über die Rekrutierung der Arbeitskräfte. Ja, zum Beispiel. Das sind ja gesetzliche Mittel, die der Staat einsetzen kann, um die Leute in diese Richtung zu treiben. Hat das ja zum Beispiel mit Hartz IV in Deutschland gehabt. Jetzt gibt es Bürgergeld, das hat sich jetzt geändert nach 10, 15 Jahren. Man hat die Leute wirklich so eingekategoriert, dass man sagt, wenn du nicht, du musst Arbeit suchen, du musst CVs schicken, die Leute sind ja gestresst gewesen, die weiß nicht was, und haben einen kleinen Batzen bekommen und man hat sie behandelt als Nutzen dieser Gesellschaft, aber sie haben fast nichts gemacht. Ein paar Euro jeden Tag für Einkaufen und so. Das ist ja nicht wirklich sozial, das hat schon etwas sozial. Interessant. Staat ein bisschen Druck auf. Interessant, ich höre hier einfach schon wieder meiner Erinnerung aus meiner Zeit in der Sowjetunion. Ah. Ja. Ich meine diese Arbeitsunwillige, ja, quasi. Es gab so in der Sowjetunion solche Situationen, wo die waren, so Inspektoren sogenannte, sie haben spioniert die normale Bürger in Cinemas, also in Fotografie irgendwo, in anderen, irgendwo, dass sie haben kontrolliert diese Leute, ob sie zu dieser Zeit bei der Arbeit sein sollten oder was sie machen genau, ob sie eben ja faulenzen. Ja. Ja, also ich meine, das ist dieser Staatseingriff in Integrität von Menschen. Das ist also mit der Hartz IV. Gebt ihr recht, jetzt gehen wir nochmal wieder, wir sind ja international auch unterwegs mit unserem Polizettel, eben in Deutschland, dass das wirklich so war mit Hartz IV. Man musste sich melden, man musste 10 oder 20 CVs schicken, wenn es 1 zu 2 zu wenig war, dann hat man gefragt, man hat gedruckt, warum. Und man bekommt einen kleinen Batzen und wird angeschaut als Nutzen dieser Gesellschaft, man hat aber nichts davon. Ja. Oder? Das ist ja das Faszinierende. Aber was das Schlimme ist, eben, ich sage mal ein besseres Beispiel, vielleicht in der Schweiz, wir haben ja unsere Steuerwettbewerb in der Schweiz, jeder kommt eine eigene Steuer, also Gemeinde auch. Und wenn jetzt Roger Federer zum Beispiel in eine Gemeinde kommt und sagt, ihr habt 20% bei euch in der Gemeinde Steuern, Gemeindesteuern, würde ich nicht zahlen. Aber ich würde gerne zu eurer Gemeinde kommen, ich mache 80 daraus. Könnt ihr mit dem leben? Dann werden alle so ein bisschen zappelig und nervös und sagen, natürlich, wir sind ja ein Steuerwettbewerbland, wir sind kompetitiv, wir wollen einen Wettbewerb. Dann sagen wir ja. Da kommt ein armer Mensch, jetzt ein anderer, und er sagt, ich kann nicht alle Steuern zahlen, das ist 120 Steuer. Ich habe gute Argumente, ich arbeite, aber schaut mein Lohn, ich kann nicht mehr, ich arbeite 9 Stunden pro Tag, ich muss ja auch wie alle anderen Menschen auch mal schlafen. Also ihr habt sicher Verständnis, dass ich das auf 100 abruntersetze. Ja, was denkst du eigentlich? Sicher nicht. Das macht der Staat eben auch. Ist das jetzt sozial oder asozial oder ist das einfach logisch und normal? Ich glaube, wir werden diese Frage wahrscheinlich unser ganzes Leben stellen müssen oder werden. Ja. Unsere Sendung am Ende. Und ich denke mir, sozial oder asozial, es geht um uns Menschen. Richtig, genau. Auf jeden Fall. Und wir wollen ja irgendwie zusammenleben können. Ja. Und da brauchen wir unsere Fähigkeiten, vielleicht manche Fähigkeiten auch ein bisschen schärfen in diesem Sinne. Unbedingt. Unser Bewusstsein schärfen. Dass eigentlich es geht ja um uns alle gemeinsam, dass uns allen gut geht. Und deshalb, versuchen einfach uns hineinversetzen in einen anderen Menschen oder in eine Gesellschaft, wo wir sagen können, ja, ich kann hier mich sicher fühlen. Denn wenn ich sozial bin, dann die anderen sind auch zu mir vielleicht sozial sind. Das Was ist, denkst du? Das ist die das Hoffnung. Ist dein letztes Wort. Ja, danke schön. Es ist die Hoffnung, dass man denkt, es funktioniert leider nicht immer so. Man hat ja noch andere Strukturen in unserer Gesellschaft, so der Homo economicus, die unsichtbare Hand, dass man immer sagt, ja, man muss egoistisch sein und das bringt jedem etwas. Also man soll sich eher auf sich konzentrieren und dann ist man sozial, weil wenn ich etwas kaufe, hat der Schuhhändler oder der Käufer etwas auch davon. Das ist aber funktioniert nicht immer ganz so, aber es ist auch eine Struktur, die wir in unserer Gesellschaft haben. Also von dem ist es schwierig zu sagen, dass man sozial ist und das bringt am Schluss etwas. Ich hoffe schon, in der Schweiz habe ich die gute Erfahrung gemacht. Dann bleibe ich optimistisch. Ich hoffe für dich auch, ich hoffe für unsere alle Mitmenschen, dass wir irgendwie zusammen
weiterleben können, sozial oder asozial, dann müssen wir irgendwie trotzdem uns finden darin auch. Genau. Unsere nächste Sendung, ja, ich verabschiede mich jetzt vom Publikum. Ja, sehr gerne. Roman Oeschger war mit mir gerade in diesem Gespräch. Ja. Ich danke dir. Danke dir auch. Vielen Dank. Und wir sehen uns übrigens am 27. Februar zu weiterem Thema. Unser Thema heißt, warum den Frieden schützen. Ja, wir machen Erfahrungen jeden Tag. Wir wissen, wie unser Alltag hier jetzt gerade mit der Kriegssituation in der Ukraine. Es betrifft uns alle. Unser Frieden ist auch sehr wichtig, der große Begriff. Und den werden ja, wir genau, auseinandernehmen. Ist er in Gefahr geraten auch, eigentlich, ja. Auf der ganzen Welt eigentlich. Und deshalb wollen wir dieses Thema aufnehmen. Ich danke mein Publikum auch für die Aufmerksamkeit und freue mich, nächstes Mal, 27. Februar, zum Thema Warum den Schützen. Hier war Koisen Schneider, Roman Oeschger. Auf Wiedersehen, bleibt alle gesund, bis zum nächsten.